Im folgenden gezeigten Szenen bitten wir Sie, nicht nachzumachen. Und ich übernehme keine Haftung. Nun kommen ein paar Szenen aus dem Video. Viel Spaß mit dem Video. Empfang hier wieder in, wo wir schon mal vor einigen Monaten waren. Akku war leer und wie gesagt, herzlich willkommen wieder. Wir waren schon lange nicht mehr hier und zwar in Luxemburg. Brr. Ich bin völlig nass geworden, ey. Ein schöner Empfang, ey. Sehr schön. Bus zur Weiterfahrt und das sieht gruselig aus. Willkommen wieder bei einem Lost Place. Ui. 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 Diesmal ist es ein echtes Schmuckstück.
Also 10 Minuten. Ah ja, lass ihn da mal bitte. Es fängt an zu regnen und zu regnen und zu regnen und zu regnen. Wir gehen so noch mal da rein, dass es hier keinen Keller gibt. Wundert mich ein bisschen da, wie gehen wir da rüber. Vielleicht gibt es hier noch was. Aha. Was haben wir denn hier? Lol. Okay. Leider gibt es hier nicht mehr zu sehen und ich glaube, wir brechen heute die Tour ab. Cool. Das ist ja cool gemacht. Ich mache hier noch ein paar Bilder für TikTok und ja, das war ein kleiner, aber feiner Lost Place von, ja, wir sehen uns. Yeah. Zeige ich euch ein paar Mukus. Guckt. Die denken sich bestimmt, was ist das für ein Bekloppter. Oh Mann. Leute, nachdem wir eigentlich die Muku besucht haben, sind wir gerade auf dem Weg auf ein neues Lost Place.
und ja, ich habe es zufällig entdeckt beim Vorbeifahren mit dem Bus. Sind wir ausgestiegen und jetzt suchen wir es. Ich hab's gewusst, wir finden das. Und wir haben es auch gefunden. Ich kann es von hier auch nicht zeigen, sonst schöpfe ich eventuell Verdacht. Ich guck mal, wie ich reinkomme. Was Verlassenes, Geiles gefunden, aber nee. Aber nein. Alles zugemauert. Komplettes Areal zugemauert. Wir gucken mal da hinten bei den anderen Gebäuden. Endlich willkommen bei neuen Lost Place. Willkommen beim neuen Lost Place. Wir sind hier. Herzlich willkommen. Wieder mal in einem richtig geilen Lost Place. What the hell? Ah, da war die Eingangstür. Da ist ein alter Ofen. Okay, hier nisten Leute. Das soll man langsam immer stören. Da ist eine Mistgabel. Wir gehen erstmal da hoch. Ja, wir gehen erstmal da hoch. Da ist die Toilette. Ey, der hat Tauben gehalten oder Hühner. So, wir gehen aber wieder runter. Und gehen da rein. Diesmal mal ein bisschen Zeitdruck, weil diesmal übernachten wir hier nicht. Wir müssen aber woanders noch hin. Was ist das denn? Das ist doch ein alter Schleifer. Ein Plumpsklo? Nein.
gewissen Zeit. Ich frage mich erstens, was das ist. Zweitens, was das ist. Das ist. Der Stuhl sieht cool aus da alleine. Da oben gehen wir nicht hin. Das ist mir zu gefährlich, bestimmt. Ist da jemand? Nein? Okay, gut. Hey, wir gehen aber trotzdem. Wir packen unsere Getränke ein und dann gehen wir zum nächsten. Allein das Ambiente durch das Dunkle an. Herrlich. Guck mal, was ich noch gefunden habe. Den Keller. Aber wir sind schnell wieder weg. Sieht aus wie so ein Luftschutzbunker. Geil. Hammer. Ich zeig euch mal was richtig Schönes. Wenn ihr das Land liebt, würdet ihr das auch mögen. Schöne Landschaft, Wald, Straße, unterwegs zum zweiten Lost Place, bevor wir nach Hause fahren. Ich bin mal gespannt. Sorry, ich muss mal kurz auf den Ding gucken. Ich bin mal gespannt, wie das ist, das andere Lost Place. Oh, dieses Drecksvieh hat mir am Arsch gestochen. Ja. Ich bin wieder allein unterwegs, wie ihr sehen könnt. Niemand da. Da, passiert. Aber so kann ich am besten entspannen. Wirklich entspannen. So, gucke noch. Nur 550 Meter. Ich muss euch was Geiles, was Lustiges erzählen. Es gibt ein Video in TikTok, ja, wo ich hab. Und da ist so diese Melodie. Diese din, 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 din. Ja, fangen die Kids einfach an, Fortnite zu tanzen im Zug. Sorry, dass ich so schnaufe, aber jetzt seht ihr es. Jetzt seht ihr es viel besser. Aber ich fand's cool mit den Fortnite Kids. Denkt daran, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Für Fortnite! Mal welche Steigung wir schon wieder runterfahren, runterlaufen müssen. Wir gucken mal. Ja. Guckt mal, welche Steigung wir schon wieder runterlaufen müssen. Und danach wieder hoch. Oh Mann. Es geht ja voll steil bergab. Und danach müssen wir voll steil berghoch wieder laufen. Leck mich doch am Ärmel, ey.
geil das aussieht. Wie geil es aussieht. Ich finde einen Weg hier unten, um da reinzukommen. Ladies. Ein alter Backofen. Ui. Da geht's nach oben. Wie wenn noch hier jemand wohnen würde. Hammergeil. Hier sind noch Gewürze, hier sind noch Getränke, Pfannen, Kühlschrank, eine Fritteuse, eine ganz alte, Gewürze, ein Bild. Oh, süße Wauwaus. Wow. Ein Messer. Schon wieder so ein mysteriöser Schlüssel. Eine alte Couch. Wieder so ein Fernseher. Ui, Alter! Ein echtes Schmuckstück! Ein altes Bett. Hier schon wieder so ein altes Bett. Auch so eine Taschenlampe. Wie wenn die Kleinen in Urlaub fliegen würden oder fahren würden. Wieder so ein großer Fernseher. Sag mal, wie viele Fernseher haben die denn? Das ist der Dachboden. Viel Gerümpel. Ein Haltemangel.
Spiegel, Kachelöfen. Hier ist sogar eine Badewanne. Und ein alter. Oh, und eine gruselige Puppe. Die waren hier sehr gläubig. Schöne Frauen. Minkia, mach mir nicht so einen Schrecken. Ich hier nicht raus. Doch. Das ist das Haus von draußen. Das ist das Haus von draußen. Ist da jemand drin? Nee.
1860. Von 1860. Mir nicht. Ist bestimmt eh nur Krempel drin. War die Abschlusstour von Losti. Oh, ein Vogel. Nee, ist eine Taube. Tauben interessieren mich nicht. Das war das letzte Gebäude. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir nach Rüsselsheim kommen. Luxemburg. Wir brauchen ernsthaft 2 verdammte Stunden, oder was? Ich frag mal irgendjemanden. Okay. Da pfeift jemand. Frag ich ganz kurz nach. Da vorne ist eine Bushalte. Und ja. Wir müssen entweder nach Märsch, nach Marsch, nach Arsch oder nach, Alter, wir haben eine halbe Weltreise wieder gemacht. Eine halbe Weltreise. Aber wir gehen erstmal zu dieser Bushaltestelle und versuchen irgendwie nach Hause zu kommen. Naja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ihr könnt das sehen. Wunderschön. Aber wir laufen im Dunkeln. Wunderschön. Wir laufen gerade im Dunkeln, damit, wie soll ich sagen, damit wir den Bus nach Märsch kriegen. Aber ich muss mich jetzt beeilen, weil um 21.03 Uhr fährt er. Ich muss jetzt los. Aber genieß nochmal dir. Ja, ich laufe gerade auf der Straße, mitten in Luxemburg. So Leute, ich zeige euch mal was ganz, ganz Komisches. Was ist das? Ich meine, hier ist nichts. Nichts. Nichts ist hier. Was ist das? Da läuft Wasser runter und es läuft da rein. Ist das irgendwie Fußbecken oder so? Komisch. Zum krönenden Abschluss müssen wir eine Nacht in dem Bahnhof von Luxemburg verbringen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird nicht das letzte Mal sein. Jo, jetzt müssen wir bis um 4 warten. Bis 4 Uhr morgens. Ja, noch ein Baras. Aber das ist cool. Wir müssen wenigstens nicht in der Kälte warten. Wir können hier in der Halle warten. Update, ich wurde gerade von 8 Euro leichter, weil einer meinen müsste, mich mit dem Messer hinterher zu rennen. Hat mir 8 Euro abgezogen wegen Zigaretten. Oh Mann. Das ist die geilste Stadt überhaupt. Und jetzt darf ich die ganze Nacht draußen bleiben. Super. The Perch, wir kommen. Versteh einer diese Kunst. Allgemeinkunst. Das ist nicht das Verrückteste, was ich hier heute noch gesehen habe. Geschweige denn erlebt habe. Da hinten ist noch abstrakte Kunst. Und gleich
Laufen an was vorbei, wo auch so komisch ist. Aber ich halte mal Abstand, weil diese zwei Jungs da vorne sind mir nicht so ganz geheuer. Nächste komische Teil, was ich euch gerne zeigen will. Sieht schon cool aus mit dem Farbenspiel. Ja, sieht cool aus. Ach, kurzes Update. Ich muss nur noch 2 Stunden aushalten. 2 Stunden. Ich kann mir auch nichts mehr zu essen holen. Nichts mehr. Egal. Das ist ein Selbstexperiment. Das sieht auch cool aus. Mitten in der Nacht, hier in der Stadt. Hammer. So, das ist das nächste, was ich euch zeigen wollte. Das ganz Verrückte. Zug. So, da. Da. Schafe. So, das ist mein letzter. Heute sind jetzt im Zug. Ich habe gesagt, ich melde mich, sobald wir im Zug sind. Alter. Das war wieder was, ey. Respekt. Respekt an die Leute, die sowas tagtäglich machen. In dieser Kälte draußen schlafen und immer in der Kälte draußen sind, im Winter und so weiter. Heftig. Boah. Respekt. Ja. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Hat es gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Abend.